Hallo alle zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen und ihr habt auch so ein schönes Wetter wie wir hier. Ich wollte euch mal die neuesten Tankis zeigen, damit ihr auch einfach mal seht, dass die immer unterschiedliche Formen haben, dass das wirklich Unikate sind. Das hier ist jetzt die Nummer 49, das war aus einem etwas größeren Behälter, deswegen ist die so schön flach. Und dann tue ich euch auch noch mal vorspielen, wie die so sind. Auf der einen Seite ist das eine Pentatonik und auf der anderen Seite einfach die quasi beim Klavier die weißen Tasten, also die Ganztöne. Ne? So, gucken wir mal. Rumdrehen wie immer. Die Tankis sind ja doppelseitig, also quasi zwei Instrumente auf in einem. Und hier ist dann die Seite mit den Ganztönen. So können die aussehen. Und die nächste, der Zauberkasten. Das ist die Nummer 50, die Jubiläumstanki. Herzlichen Glückwunsch an, ich glaube bei Internet, wie heißt er bei Facebook, Godan, ich weiß es jetzt nicht genau, wenn du es siehst. Da ist sie, das war das Versuchsobjekt mit den neuen, Aufteilung der Schnitte, was ich leider herausgestellt hat, lässt sich nicht stimmen, aber hört sich an wie Kirchenglocken. Und auf der anderen Seite ist es auch wiederum in der Pentatonik gestimmt. Da habe ich auch mal die Schnitte mal versucht andersrum zu machen, wie es sich dann anhört. Hört. Hier sieht man, manchmal kommt es halt einfach vor. Wie gesagt, sind alles Unikate. Hier war die Öffnung ursprünglich für den Ausfluss. Das kriege ich halt nicht weg. Oder da sind auch mal Macken drin, die sich einfach die ich nicht mehr rausschleifen kann, weil sonst einfach das Material durch ist. Man hört es, ich weiß nicht, ob es richtig rüberkommt. Hört sich an wie Kirchenglocken so ein bisschen, aber leider lässt sich's nicht stimmen auf diese Art und Weise. Also ich probiere auch immer wieder rum, was man noch so machen kann. Die hat dann diese Form, das war ein Behälter von Reflex. Nehmen wir mal die nächste. Hier ist dann die 53. Ein etwas runderes Baby. Das war ein Carlflex-Behälter. Ich gucke gerade mal, wie der gestimmt ist. Auf der einen Seite die Stimmung Pygmy, eine Pentatonik. Auf der anderen Seite, die nennt sich Mixolydian. Auch eine Pentatonik. Seite eine andere Stimmung. Ja.
sollte als Beispiel reichen. Und weiter geht's. Ich habe nämlich Gas gegeben die letzten Tage und freue mich auch präsentieren zu dürfen. Ich habe jetzt endlich eine Behälterform gefunden, wo ich auch auf jeder Seite 10 Töne stimmen kann anstatt 8. So, und die ist auf der einen Seite auch wieder einfach nur die Volltöne, die weißen Tasten quasi vom Klavier, und auf der anderen Seite diese Myxolydian Pentatonik, die gefällt mir ganz gut. Nächstes auf euch zukommt. Ich habe nämlich noch mal eine andere Behälterform gefunden. Die ist jetzt noch nicht gestimmt. Man sieht, die ist noch im Bearbeitungszustand. Auch von der Größe her ist das voll die Reisetanki, wenn die fertig ist. Und die wird auch einen geilen Klang haben. Die zeige ich euch dann im nächsten Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Interesse hat, meine E-Mail-Adresse steht unten drunter. Einfach Bescheid sagen und ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute.